Und C. Ich laufe jetzt mal einfach ganz unauffällig außen rum. Nachladen natürlich nicht vergessen. Aber... sieht so aus, als würden die dann nicht so viel wissen. Oh mein Gott. F. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, 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 oh. Und jetzt weg hier, weg, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wow. Nein! Ah, ich saß die ganze Zeit auf dem Boden. Deshalb. Okay. F. Jetzt weg hier. Weg hier, 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 weg hier. Weg hier. Und. Nächster. Und weg hier. Scheiße. Fertig. Oh mein Gott. Wie viele sind hier? Tschüss. Boah, das war gut. Da hat mir jemand den Arsch gerettet. Das war jetzt natürlich eine Aufnahme, oh klar. So. Bin ich noch immer nicht fertig? Okay. Weitermachen, weitermachen. Tut mir leid. Okay. Ja, die laufen hier durch und durch das Fenster wieder raus. Sehr clevere Soldaten. Wieso nehmen. Sind nicht einfach beides mal die Türe. So. Ich muss sagen, außerdem, das Spiel ist erstaunlich gut aufzunehmen. Also, mit der neuen Fraps-Version. Damn fine job, you guys. We took on the best troops Germany had to offer and sent them running for their mamas up and down the Rhine. I'm proud to serve with you men. You're all good Rangers, that's for damn sure. Sergeant Randall, one more thing. I don't know about the gentleman part, but how'd you like to be an officer? I'm offering you a field commission as a lieutenant. Good leaders are hard to come by. What do you say? Well, I'd be honored, sir. But the thing is... we'd be short of sergeant. The Corporal Taylor here, he might be worth looking at. I'll keep that in mind, Lieutenant. See to your men. Dismissed. Okay. April 16th, 1945. The Soviet Red Army commences its attack on Berlin, the capital city of Nazi Germany. 500,000 soldiers and civilians alike perish in a terrible battle that lasts for nearly 3 weeks. As the Allied forces converge on Berlin from both east and west, the Nazi leadership begins to crumble under the weight of imminent defeat. On the 8th of May, 1945, the German armed forces surrender unconditionally to the Allies at a cost of 50 million deaths
the war in Europe is finally over. Throughout the Allied nations, Victory in Europe Day is officially celebrated, marking the defeat of Nazi Germany and the fall of the Third Reich. Ich glaube, das war's. Wie gesagt, das Spiel ist super aufzunehmen. Ja, ich lasse jetzt noch die Credits durchlaufen für jemanden, der die unbedingt haben möchte. Ich gucke sie mir auch, wenn es gute Spiele sind, gerne an, aber ich finde, ja, für die damalige Zeit war es ein, glaube ich, echt gutes Spiel mit super Sound, muss ich sagen. Also der Sound ist super, auch wenn ihr das leider nicht hören könnt. Weil bei mir, wenn ich das Headset anhabe, was ich hier anhabe, um meine Stimme aufzunehmen, der Sound leider sich nur auf die minimalste Einstellung stellen lässt. Und wenn man jetzt dieses EHX nimmt, EHX3, das funktioniert leider nicht. Ich habe mal geguckt, wie viel das Spiel kosten würde. Also bei Steam kostet das immer noch 20 Euro. Ich wette, überall sonst gibt es das gar nicht mehr in den Läden. Aber ja, ich würde es mir eigentlich nur kaufen, wenn... Oh, nett. Wenn man wirklich Bock darauf hat. Oder wenn es umsonst ist. Und wenn man jetzt nicht unbedingt 20 Euro dafür ausgeben muss. Und am meisten Spaß gemacht hat mir, um ehrlich zu sein, der Multiplayer-Modus. Mit den, naja, gecheateten Karten oder gecrackten Karten. Was schon echt spaßig ist. Aber ich glaube, im Multiplayer-Modus ist das A und O an jedem Call of Duty. Also, ich habe bis jetzt noch keins gespielt. Deshalb kann ich dazu noch nicht allzu viel sagen. Aber es ist bestimmt spaßig, wenn man da mal so zu viert oder so auf dieser kleinen Karte spielt. Und ja. Viel Spaß bei den Quellen. Ich würde sagen, ciao für heute.